Eine Beispielaufgabe mit einer Geradenschar oder Gerade mit Parameter. Gegeben ist die Geradenschar, diese hier, bei der der Parameter hier im Richtungsvektor sitzt. Der Stützvektor ist bei allen Geraden der Schar gleich, das heißt, alle verlaufen durch denselben Punkt, durch 1, minus 1, 3. Und nur die Richtung der Geraden unterscheidet sich. Teilaufgabe A. Gib zwei Geraden aus dieser Schar an, die sich in einem rechten Winkel schneiden. Heißt, ich suche zwei mögliche Richtungsvektoren, also zwei mögliche Werte für A, sodass das Skalarprodukt aus diesen beiden Vektoren 0 ist. Allgemeiner Ansatz. Ich wähle jetzt hier einfach mal einen Wert oder einen Parameter, nämlich A1, den anderen A2. Und bilde daraus das Skalarprodukt. Das soll gleich 0 sein. Dann ist dies das Skalarprodukt. Und umgeformt muss dann eben gelten, A1 mal A2 muss minus 10 sein. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Ich brauche nur eine. Ich wähle mir eben aus. Zum Beispiel A1 minus 5 und A2 gleich 2. Wenn ich das so auswähle, dann gilt, dass G-5 senkrecht auf G2 steht. Hier konkret ausgeschrieben. Diese zwei Geraden schneiden sich in einem Punkt und stehen senkrecht aufeinander. Teilaufgabe B. Alle Geraden dieser Schar liegen in einer Ebene. Bestimme die Gleichung dieser Ebene in Koordinatenform und als Zusatz zu dieser Aufgabe, welche besondere Lage hat diese Ebene? Ich präsentiere jetzt hier zwei mögliche Lösungsansätze. Der erste besteht daran, dass ich mir einfach zwei Ebenen aus dieser Schar raussuche und also zwei konkrete Werte für A einsetze. Das würde heißen, ich hätte zwei Geraden, die schneiden sich in einem Punkt und mit Hilfe dieser zwei Geraden kann ich eine Ebene aufspannen. Der normalen Vektor dieser Ebene ist dann eben das Kreuzprodukt aus diesen beiden. Nehmen wir mal ganz einfache Werte, nämlich A ist einmal 1 und einmal 0. Dann ist hier das Schema zum Kreuzprodukt. Ich erhalte also als Kreuzprodukt minus 1, 0, 3, wähle mir dann für die Ebene den normalen Vektor 1, 0, 3. Jetzt führe ich nochmal vor, einen anderen Weg, ganz allgemein, indem ich einfach hier an dieser Stelle einmal A1 und A2 einsetze und dann schaue, was passiert. Also bilde das Kreuzprodukt aus diesen beiden Vektoren. Dann erhalte ich natürlich einen Vektor, in dem zwei Parameter A1 und A2 drin vorkommen. Man erkennt auch schon, dass die x2-Koordinate 0 ist. Der Trick besteht nun daraus, dass ich a2 minus a1 ausklammere. Und a2 minus a1 ist dann ein möglicher, bildet die möglichen Vielfachen von diesem normalen Vektor 1, 0, 3. Ich komme also auch mit einem allgemeinen Ansatz mit a1 und a2 auf den entsprechenden normalen Vektor 1, 0, 3. Mit dem normalen Vektor habe ich dann auch die Koeffizienten der Koordinatenform. Also hier die gedachte 1, die 0 und die 3 als Koeffizient. Muss nur noch das d bestimmen. Das erhalte ich eben durch Einsetzen von 1 für x1, minus 1 für x2 und 3 für x3. Liefert mir eben d gleich 10. Das ist meine Koordinatenform und ich sehe schon die Besonderheit, dass hier das 0 vor x2 steht. Einfacher geschrieben sieht das so aus und
In der Form überlege ich mir kurz, wie die Spurpunkte aussehen. Habe also einen S1 und einen S3 und stelle fest, S2 gibt es nicht. Wie verläuft dann eine Ebene, die keinen Spurpunkt auf der X2-Achse hat? Das heißt, die muss so verlaufen, dass sie niemals die X2-Achse schneidet, eben parallel zur X2-Achse verlaufen. Noch eine kleine Zusatzüberlegung. Alle Geraden, meine Geradenschal, liegen ja innerhalb dieser Ebene. Halt so, dass sie sich in einem Punkt schneiden. Das heißt, zwei Parallelen gehen nicht. Das heißt, sie könnten die x3-Achse irgendwo schneiden oder die x1-Achse. Aber da sie alle in der Ebene liegen, ist es völlig ausgeschlossen, dass eine gerade dieser Schal jemals die x2-Achse schneidet. Das kann ich mir so überlegen. Oder wenn ich das anders nachweisen würde wollen, könnte ich auch das mit diesem Ansatz versuchen. Ich versuche, den Ortsvektor zu einem Punkt auf der x2-Achse zu finden. Alle Punkte auf der x2-Achse haben eben als x1 und als x3 Koordinate die 0. Und da sehe ich hier schon, ich finde gar kein t, das das erfüllt. Das heißt, hier für diese 0 müsste t 3 sein. Und um hier die 0 zu erzeugen, müsste t minus ein Drittel sein. Das heißt, es gibt gar kein t, das diese Gleichung erfüllt. Letzte Teilaufgabe, Teilaufgabe C, berechne den Winkel zwischen G2 und G4. So sehen die ganz konkret aus. Das heißt, ich muss den Winkel zwischen den beiden Richtungsvektoren bestimmen. Allgemeiner Ansatz, Cosinus Gamma ist gleich ein Bruch. Oben steht das Skalarprodukt, unten stehen die Beträge der beiden Vektoren. Nur eben entsprechend ausrechnen, zwei Wurzeln und das Skalarprodukt, dann habe ich als Cosinus Gamma 18 durch Wurzel 14 mal 26, Wurzel 26. Das Ganze gebe ich in meinen Taschenrechner ein, muss eben darauf achten, dass da auf Degree steht, nicht Sinus, sondern Cosinus, Umkehrfunktion Cosinus hoch minus 1 von einem Bruch, oben steht 18, unten die zwei Wurzeln und ich erhalte eine Gradzahl, nämlich ungefähr 19,3 6 Grad gerundet. Und damit ist der Schnittwinkel zwischen G2 und G4 circa 19,36 Grad.